Mein Name ist Manuela Ammer und ich kuratiere die Ausstellung Pattern and Decoration, Ornament als Versprechen. Unter jenen Künstlerinnen und Künstlern, die mit der Pattern and Decoration Bewegung assoziiert werden, gab es in den frühen 70er Jahren eine gewisse Unzufriedenheit mit der Ästhetik der Kunst zur damaligen Zeit. Und auf jeweils individuelle Art und Weise haben diese Künstlerinnen und Künstler versucht, andere Oberflächen als Bezüge herzunehmen. Und da ist von besonderer Bedeutung das Dekorative, das Ornamentale, das Musterhafte. Die politische Dimension von Pattern and Decoration liegt meines Erachtens darin, dass man sich mit der Produktion von Individuen beschäftigt hat, die bis zu dem Zeitpunkt im sogenannten Bereich der Hochkunst wenig bis gar keine Beachtung fand. Man hat sich interessiert für das, was konventionellerweise mit der Arbeit von Frauen assoziiert wird. Weben, Sticken, die Gestaltung eben auch von Lebensraum. Wir wissen ja zum Beispiel auch in den wenigsten Fällen, wenn wir einen gemusterten Stoff kaufen oder einen Teppich kaufen, wer der oder die Autorin ist. Es gibt meines Erachtens mehrere Gründe, warum Pattern and Decoration für zeitgenössische Besucherinnen und Besucher von Interesse ist. Zum einen leben wir hier im Westen in einer Welt, die sich zunehmend digitalisiert. Und ich glaube, das lässt ein sentimentales Verhältnis zum Handgemachten entstehen. Eine andere Antwort ist, dass die Künstlerinnen und Künstler sich zu einem Zeitpunkt, wo Globalisierung noch nicht negativ besetzt war, mit einer globalen Perspektive auseinandergesetzt haben. Und gleichzeitig ja, ein gewisses Vertrauen darin, dass diese Art von Austausch am Ende eine Bereicherung darstellt.